Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Es geht weiter und zwar mit was geht es weiter? Das finde ich, sagt er auf jeden Fall sehr schön. Und ich finde, damit können wir dann auch direkt in den dritten Teil von Crash Bandicoot starten. Das basiert jetzt auf einem Ende, das ihr nicht mehr gesehen habt. Bei Part 2, dafür hätten wir alle diese Steine einsammeln müssen. Da gab es dann eine Zwischensequenz von circa, naja, ich weiß nicht, 15, 20 Sekunden oder so dafür. Lohnt sich eigentlich nicht so, aber könnt ihr euch auf YouTube nochmal anschauen. Endlich frei. Irgendwie erinnert das ein bisschen an Schlumpfhausen. Das Häuschen da. Oh, der süße Eisbär. Uka, Uka ist frei. Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Seit wann redet Akku Akku? Hat er den anderen Teil auch schon geredet? Ach, Crash. Niemand wagt es, den großen Uka Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka Uka, es war dieser verflixte Beutel der Axt. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt. Aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus einem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Und wir werden ihn aufhalten, hoffe ich zumindest. Kinder. Uka Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück. Danke. So, da sind wir auch schon mitten im Spiel hier drinne. Wir haben hier verschiedene Welten zur Auswahl, ist quasi hier so der Warp-Raum in der Art her. Wir haben hier die Mittelalterwelt, da haben wir die, ja, ich würde mal sagen, Nahe Osten oder so. Dann haben wir hier den Fernen Osten, so ein bisschen japanisch-chinesisch anmutend. Dann haben wir hier noch etwas aus dem alten Ägypten, aus der Antike und dort, schätze ich mal, die Fabrik, wo das große Finale sein wird. Keine Ahnung, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, das ist 100% blind für mich. Hier können wir mit Coco reden und könnten theoretisch sie spielen, das wollen wir aber noch nicht, das machen wir vielleicht in der nächsten Welt. Jetzt geht's erstmal zurück ins Mittelalter, das sieht spannend aus. Mittelalter ist ja sowieso so eine Zeit, die ich in Spielen immer super finde und super gerne spiele. 5 Level erwarten uns hier. Alles klar, würde ich sagen, zögern wir nicht lange, sondern springen direkt ins Toad Village. Crash, Crash, Crash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Unsere. Im Zweifelfall immer unsere. So, da sind wir auch schon. Hier im Mittelalter angekommen. Dort vorne sehen wir die Burg vor uns. Sieht so ein bisschen aus wie die Burgen in Warcraft 3, finde ich. So mit diesen blauen Dächern, oder? Hat so ein bisschen was von Warcraft 3. Aber wir sind hier natürlich nicht in Warcraft 3, sondern wir sind hier in Crash Bandicoot 3. Passenderweise auch. So, da wird uns nochmal die Steuerung angezeigt. Ich tippe, es gibt keine neuen Tasten seit dem zweiten Teil. Können wir die Hühner weghauen? Oh ja, wir können die Hühner weghauen. So, können wir hier rein? Ne, können wir nicht rein. Okay. Schade, ich wollte eigentlich auf Hühnerjagd gehen. komm her. Okay, wir gehen hier nicht auf Hühnerjagd. Wir versuchen uns an den blauen Twittervögeln vorbei zu schummeln. Die gab es ja auch im ersten Teil schon. Nachdem ich vergessen hatte, wie er hieß, wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass der Twittervogel natürlich Larry heißt.
Nee. Oh. Grandioser Auftakt, würde ich sagen. Alles klar. Die Ziegen können wir auf jeden Fall nicht besiegen. Ein wunderbarer Reim. So, die Sonne brennt hier auf dem Himmel. Ich hoffe, Crash hat sich eingeschmiert. Weil mir ist, das ist wie hier im Sommer gerade. Ich weiß nicht genau, wann das Video rauskommt. Wahrscheinlich bin ich gerade in Island, wenn das Video rauskommt. Egal, jetzt, wo ich gerade hier in München bin, ist mir auf jeden Fall sehr warm. Das ist immer die schlimmste Zeit des Jahres, wenn man im Sommer Let's Plays aufnimmt. Am besten muss man auch zu zweit in einem Zimmer sitzen, dann ist es noch wärmer. So, anscheinend können wir hier doch durchlaufen, durch diesen Matsch hier. Und da haben wir auch schon unsere erste Maske. Faszinierend, ich habe es echt geschafft, im ersten Level schon zu sterben. Naja, das sollten wir hoffentlich nicht so fortsetzen, dass wir in dem ersten Level sterben. Das machen wir jetzt ab sofort einfach besser. So, das Leben haben wir uns wieder zurückgeholt. Da gibt es den ersten Checkpoint. Das heißt, wenn uns wieder eine von den fiesen, gemeinen Ziegen erwischt, wissen wir, wie wir mit denen fertig werden müssen. So, und da holen wir uns gleich das nächste Leben hier, ohne zu zögern. Mal gucken, ob wir dann auch gegen Ritter und sowas kämpfen müssen. Apropos Ritter, da vorne ist schon der erste. Es gab ja auch mal so ein Burglevel im ersten Teil. Das war ziemlich fies. Im zweiten Teil gab es keine Burgen. So, den können wir wahrscheinlich besiegen, wenn er gerade sein Schwert nicht im Kreise schleudert. So, weg mit dir. Hat sich's ausgedreht. Ein bisschen durchgedreht. Da haben wir auch schon das erste Bonus-Level. Jawohl, jetzt läuft's ja hier. Naja gut, ist auch das erste Level. Es geht ja eigentlich erstmal so drum, dass man hier die Steuerung so ein bisschen lernt, aber die habe ich natürlich schon voll raus. Die Sache mit der Ziege vergessen wir einfach gleich am Anfang. Die ist nie passiert. So, die Landschaft schöner. Wahrscheinlich, weil wir das erste Bonus-Level gefunden haben, schätze ich mal, haben wir diese Trophäe soeben erhalten. So, hier gibt es auch nur 7 Kisten, ist also eher ein kurzes Bonus-Level. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir direkt oben drauf kommen. Wobei werden die wahrscheinlich von unten auch noch erwischt. Egal. So haben wir auf jeden Fall die anspruchsvollere Variante gewählt. Und da ist auch schon... Entschuldigung. Da ist auch schon die letzte der Kisten. Kiste 7 von 7. Jetzt haben wir auch schon 6 Leben. Es gibt eine Trophäe, habe ich gesehen, wenn man noch mal 99 Leben schafft. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also ich mache ein Level sehr oft. Dann würde ich vielleicht auch irgendwann mal die 99 Leben schaffen. Aber ich denke, das wird so schnell nicht passieren. Weil die Level werden ja auch durchaus schwerer. Und Gegner werden dann nicht nur die Ziegen sein, sondern auch gemeine Frösche, die hier schon gerade rumhüpfen. Aber ich glaube, denen können wir momentan auch noch entgehen. Und da ist auch schon das 7. Leben. Aber das hat beim letzten Mal auch so angefangen. Da hatte ich am Anfang mega viele Leben. Und dann kam irgend so ein Level, wo ich dann ungefähr alle verloren habe. Wobei der erste Endboss, da habe ich auch, glaube ich, ziemlich viele verloren gehabt. Und da habe ich gerade richtig Glück gehabt, dass der Frosch nicht ein bisschen weiter nach rechts gesprungen ist. Sonst hätte der mich voll erwischt. So. Einmal hier nochmal vorbei. Du drehst dich nochmal lustig. Ah, da haben wir auch schon den Kristall. Also wir müssen wieder wie im zweiten Teil die Kristalle sammeln. Müssen wir im ersten Teil auch Kristalle sammeln? Ich weiß gar nicht mehr. Der erste Teil ist halt schon echt lange her. Der erste Teil ist ja schon 3 Jahre her, dass wir den gespielt haben. Damals mit dem Lin16 gemeinsam. Und ich freue mich ja auch schon auf den 4. Teil. Im Oktober ist es soweit. Da erscheint Crash Bandicoot 4. Zum ersten Mal ein wirklich komplett neues Crash-Spiel wieder. Weil die ersten 3 Teile sind ja hier eigentlich nur so Remaster-Teile. Die gab es ja schon mal genauso. Vor ein paar Jährchen. So, hier haben wir nochmal... Die Drehkisten sind neu, oder? Gab es die im alten... Ich meine, die Drehkisten sind neu. Oh! Seht ihr, was ich sehe? Wir haben es geschafft. Wir haben alle Kisten bekommen. Ah, ist doch ein ganz guter Anfang hier. Nur einmal gestorben, alle Kisten bekommen. Finde ich eine gute Sache. So, zeitmäßig wollen wir es natürlich nicht schaffen. Ist da links oben das Symbol des Tiny Tiger, soweit ich das sehe. Das ist ja wahrscheinlich der Endgegner hier. Alles klar. Na gut, mit Tiny Tiger könnten wir ja fertig werden. Den haben wir ja schon mal besiegt. So tiny war der aber gar nicht. So, wir gehen weiter ins nächste Level. In Level Nummer 2. Oh, unter Wasserlevel? Das ist auch neu. Under Pressure. Unter Druck stehen wir hier. Unter Wasserlevel, oh Gott. Das ist neu, das ist wirklich neu. Lass mich raten, die Fische sind... Okay, die Fische sind friedlich. Ja, die sind friedlich. Ah, okay, da kann man schneller schwimmen und da kann man sich drehen. Okay, alles klar, alles klar. Da haben sie ja hier richtig was aufgefahren. Oh nein, ein Hai. Ich frage, ob wir den besiegen können. Ja, so können wir den nicht besiegen. So, die Dinger kann ich definitiv nicht besiegen, die Minen. Das ist mir klar. Ich erinnere mich so gerade so total an die alten Donkey Kong Country Spiele. Da gab es auch mal so Schwimmlevel. Die Musik war da aber ein bisschen cooler, muss man sagen. Hier ist es ja eher so... Oh nein! Du hast es auf mich abgesehen, du Kugelfisch. Oh, was ist das Schönes? Das mit dem Schönen nehme ich zurück. Es dreht sich nämlich und es ist elektrisch. Und da gibt es noch ein paar schöne Muränen hier. Nein, nein, nein. Muränen. Nein, wir wollen keine Muränentränen. Okay,
Alles klar. Die anderen vier können wir auch besiegen. Geht's hier noch irgendwo hoch? Nee, hier ist kein Bonus-Level, okay. Also Schwimmer, da haben sie ja richtig neue Elemente hier eingeführt. In dem Spiel. Mittelalter und Schwimmen. Ich glaube, die Schwimmlevel könnten noch ziemlich fies werden. Aber gut. So, dich können wir wahrscheinlich nicht angreifen, wenn du groß bist, nehme ich an. Ja. Aber dafür können wir dich angreifen, wenn du klein bist. Sehr gut, sehr gut. Okay, da zieht es uns jetzt wahrscheinlich nach unten. Gar nicht. Okay, nur so ein bisschen, so langsam zieht es uns nach unten. Da war, glaube ich, noch eine Kiste, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, die hätte ich fast übersehen. Ich werde natürlich versuchen, alle Kisten zu bekommen in den Leveln. Wenn wir sie schon sehen. Aber, wie gesagt, es wird auch von diesem Spiel keinen 100%-Run geben. Ziel ist natürlich, möglichst viel zu bekommen. Aber alles werde ich nicht machen. So, und da sind auch schon die nächsten Kisten. Hier müssen wir wieder zeitlich gut durch sein, um hier Bonus zu bekommen. Und ich glaube, wir haben es auch wieder geschafft, das Fragezeichen zur richtigen Zeit zu erwischen. Das sind ja auch interessante Unterwasserpflanzen, die so leuchten. Und ja, so leuchtende Pflanzen sind extrem cool. Hopp, 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 hopp. Der hätte mich fast erwischt. Da können wir vermutlich mal unten durch. Ja, das klappt wunderbar hier. So, wir sind beim nächsten Checkpoint angekommen. Mittlerweile, da müssen wir gleich mal oben rum. Aufpassen, dass wir hier nicht durchgeschockt werden. Aber wir lassen uns nicht schockieren. Wir gehen hier direkt durch, vorbei an den lieben Moränen. Noch ein paar schöne Kisten geholt. Oh, wir haben schon fast wieder das nächste... Was bist du? Nächste Leben? Bist du ein Boot? Oh, wir haben ein U-Boot. Kann das schießen? Ja, das kann schießen. Kann ich damit die Minen kaputt machen? Das hat Torpedos. Wie cool ist das denn? Oh, wo kommen denn die her? Hab ich gar nicht gesehen gehabt hier unten. Ah, dann können wir die Minen kaputt machen. Okay. Okay, es kann aber nur schießen, sonst kann es... Wow, das kann einiges. Ah, das kann die anderen... Ah, okay. Deswegen hatte ich die nicht gesehen gehabt. Unter den... Ah, ich verstehe. Okay. Also diese Korallen, diese hier, die kann man nämlich auch... Ah, da stehen ja auch Kisten drin. Jetzt sehe ich die ersten. Ja. Alles klar, ich verstehe. Mit dem Boot können wir die Korallen kaputt machen. Sehr praktisch, sehr praktisch. Und natürlich auch alle Gegner. Oh ja, ich glaube, dieses Boot hier, mit dem können wir was anfangen. Oder dieses... Ja, keine Ahnung. Nein, eine Kiste fehlt uns. Ach nee, sieben fehlen uns. Wahrscheinlich gab es irgendwo ein Bonus-Level, das wir übersehen haben. Naja, zumindest sind wir mal mit Crash abgetaucht. Oder baden gegangen oder so ähnlich. Nee, zum Glück nicht. Zum Glück lief das hier ja eigentlich relativ erfolgreich. Kein Leben verloren, einige gewonnen. Ich weiß auch nicht, ob es hier wieder... Kann man hier die Option anzeigen? Ah, 25. Okay, dann gibt es hier auch wieder 25 Level wahrscheinlich. Wie im letzten Teil schon, alles klar. So, mal eine Sache kurz gucken. Untertitel gibt es auch in dem Teil nicht, alles klar. Oder stand irgendwas von Bazooka, das klingt spannend. So, wo geht's jetzt hin? In den Orient Express geht's jetzt. Da hat es gerade eben noch gewechselt, habe ich gesehen, in letzter Sekunde. Und ich hatte nicht gewechselt. Oh, süßer Tiger. Oh, dürfen wir mal ein anderes Reittier haben? Und wir spielen auch Coco. Oh, wir haben einen Tiger. Wie cool ist das denn? Wir haben einen Tiger als Reittier. Oh mein Gott, das ist definitiv jetzt schon das... Nein, 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 nicht das beste Spiel. Nein. Ah, ja. Ja, der Tiger freut sich genauso, mich zu sehen. Oh, der hat so große Augen, der ist süß. So, okay. Konzentration. Nicht von der chinesischen Mauer fallen, auf der ich auch schon mal stand, aber das ist auch schon wieder... Gott, wie lange ist denn das her? Boah, das ist lange her. 2012 oder so. Okay. Böse Kisten, böse Kisten. Und Drache. Böser Drache in dem Fall. Kein lieber Drache. So, wir versuchen hier alle Kisten natürlich mitzunehmen wieder. Inklusive Leben natürlich. Dann springen wir hier. Ups, die Kiste hätte ich fast übersehen da oben. Beziehungsweise die Lebenskiste, die muss ich auf jeden Fall holen. Ja. Oh, da müssen wir gleich mit Anlauf rüber, sonst können wir da nicht rüber. Er ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, schwieriger. Weil der ist langsamer, der springt nicht so weit. Der Eisbär ist schon schneller gelaufen im alten Teil, habe ich das Gefühl gehabt. Aber gut, dafür haben wir einen Tiger. Nein! Eine Kiste übersehen. Eine Kiste nicht bekommen. Oh nein. So. Oh, habt ihr das Tiger-Roar gehört? Das klang sehr gefährlich. Da hat mich das Spiel gerade rechts rübergezogen. Habt ihr es gemerkt? Mist. Da bin ich gerade eben mal im Drachen gelandet. Und auch noch von der Mauer gefallen. So, da müssen wir nicht unten durch, unter dem. Fiese Sache. Manchmal fliegen die anscheinend auch höher. So, nochmal drüber gesprungen. Was bist du denn für einer? Okay. Interessant. Hier bauen sie anscheinend noch an der Mauer. Der ist oben, das sehe ich. So, wir sind, glaube ich, schon ziemlich am Ende vom Level, weil wir hier schon beim Kristall angekommen sind. Das ist echt jetzt die eine Kiste, die ich jetzt verpasst habe. Ah, ärgerlich. Nein, Kiste. Fass, wollte ich sagen. Ein Fass ohne Boden. Servus.
Oh Gott, nein, wieder verpackt. Aber jetzt ist eh schon egal. Hauptsache, wir haben es durchgeschafft. Oh, die... Nein! Oh Gott, war das... Nein, da vorne wäre das Ziel gewesen! Nein! Oh, aber ist nicht so schlimm. Wir sind nicht mal gestorben. Wieso gehen sie nicht einfach weiter? Oh, das ist gemein. Die Kamera zieht einen echt immer so ein bisschen auf eine Seite rüber dann. Gar nicht mal so einfach dann, das Spiel. So, die Kiste verpasse ich immer. Die ist fies. Da springe ich immer ein bisschen zu weit. So, noch an dir vorbei, Kollege. So, und auch noch hier vorbei. Und dann haben wir es auch schon gleich geschafft, würde ich sagen. Okay. Was? 5 haben wir verpasst? Echt? Okay. Egal, wir haben den süßen Tiger. Oh, der ist echt süß. Können wir den bitte behalten? Ich möchte den Tiger behalten. Oh, süßer Tiger. Okay, wir haben einen Tiger. Ah, ich mag so Tiere. So, der Orient Express. Wir haben einen kleinen Ausflug nach China gemacht, auf die chinesische Mauer. Jetzt kann sich der ein oder andere wieder beschweren, dass ich China sage. Ist mir egal, ich bleib bei China. China, dürft ihr euch aussuchen. Ich bleib bei China. Boneyard, alles klar. Dann gucken wir mal hier. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle holt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Crash, die Tiny gibt oder Crash platt gemacht wird. Alles klar, Tiny. Schalten Sie einen neuen Weg frei, indem du... Die Ladezeiten sind zu kurz. Schicke Reflexion auf jeden Fall gewesen. Oh nein. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn man in eine Richtung läuft und die Kamera genauso vor einem bleibt? Ja, da unten seht ihr auch schon, was das bedeutet. Es hat Hörner und... Ist das ein Dinosaurier? Gibt es jetzt hier noch Dinosaurier? Ich habe so das Gefühl, es läuft bald los. Wir werden es bald kennenlernen da hinten. Wir lassen es mal noch nicht raus. Oh, und es lässt sich selber raus. Alles klar. Oh nein, wir haben einen Dinosaurier. Hinter uns her. Ups. Weil... Oh, Feuer. Oh, Leben. Weil... Oh nein. Okay, das war noch harmlos. Also im Vergleich zum Eisbär war das noch harmlos da vorne. Oh, ich will immer drüber springen. Oh, Feuer. Irgendwie grafisch nochmal ein bisschen was dazu gemacht. Also gerade diese Reflexionen oder so, die sehen schon echt schick aus, muss man sagen. Noch ein bisschen schöner als der Vorgänger. Heiß. Heiß, Baby. Da bin ich aber eigentlich relativ früh gesprungen. Oh, Flugdinos gibt's auch mittlerweile. Bisschen was von Jurassic Park hier. Wieder zu früh gesprungen. Ja, das habe ich gemerkt. Da war der Sprung zu früh. Oh, das ist aber fies. Da muss man den Sprung echt extrem gut. Muss ich da wieder so einen Sprung machen. Wahrscheinlich so einen Rutschsprung, weil ich damit weiterkomme. Sollten wir mal ausprobieren. Ich probiere mal so einen Rutschsprung an der Stelle. Der hinter uns ist ja zum Glück nicht ganz so nah dran. Ja, dann kommt man locker drüber mit dem Rutschsprung. Alles klar. Rutschsprung ist gefragt. So, ihr lasst uns mal eben vorbei, ihr Süßen. Und dann haben wir es auch schon zur nächsten Ebene geschafft. Checkpoint? Wo ist der Checkpoint? Warum kommt da kein Checkpoint? Ah, der Dino hat eh aufgegeben da oben. Okay. Da ist ein Checkpoint. Sehr gut. Und ein Uga-Uga kriegen wir sogar auch noch. Oh, das ist ein Level, wo man das mit dabei hat, dass man verfolgt wird, aber dass man auch noch ein normales Level hat. Oh, das wäre auch neu. Spannend auf jeden Fall. Spannend. Bis jetzt gefallen mir die Level gut. Sehr abwechslungsreich im Vergleich zum Vorgänger. Die dann doch immer ein bisschen ähnlich waren. Aber dafür, dass es jetzt eine Welt ist gerade, haben wir echt viel Abwechslung in der Welt. Oh, gut. Na, ja, gut. Es gab auch in den alten Welten Abwechslung, aber nicht so krass, finde ich. Also so komplett. Ey, was habe ich hier übersehen? Das ist ein Todespfad. Ah, ich bin mal gestorben. Diese Taucher, die gehen mir hier, die sehen auch gefährlich aus. Also ein bisschen Nitro, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Dass uns das nicht erwischt. Die grünen Kisten, ihr wisst es, die gehen bei Berührung sehr schnell hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Dino bald wiederkommt, der Große. Uah! Okay, anscheinend können die uns nicht direkt, bringen die uns nicht direkt um, wenn sie reinlaufen. Die versuchen uns nur irgendwie zu fangen, zu fressen, whatever, diese komischen Moorgestalten. So. Na dann. Ups. Ja, noch hier ein bisschen was einsammeln. Und da noch was einsammeln. So, muss gerade noch was umstellen. So, umgestellt. Dafür ging es eigentlich jetzt ganz gut dafür, dass es nicht umgestellt war. Ich hatte nämlich gerade den Gaming-Modus von meinem Beamer nicht an. Das ist normalerweise eigentlich ein bisschen verzögert, das Spiel. Was es normalerweise auch nicht leichter macht zu spielen. So, aber anscheinend habe ich es trotzdem gemeistert. Bis jetzt ganz gut. So, das hätten wir geholt. Dann holen wir hier noch was und versuchen möglichst nicht reinzufallen da.
diesen kleinen Abschnitt hier. Na gut, das sollten wir hinkriegen. So. Ah. Und da ist auch die Kiste 14 von 14. Das war eines von den sehr gut machbaren Bonusleveln. 99 haben wir eingesammelt. Na gut, damit lässt sich doch was anfangen. 15 Leben haben wir schon. Aber gut. Das fünfte Level könnte, ich weiß gar nicht, das sechste Level ist normalerweise immer der Bosskampf gewesen, oder? Ich glaube, das sechste Level ist erst der Bosskampf. Nein! Ah, da haben wir den Akku auch schon wieder verloren. Fiese Sache. Oh, was bist du? Muss man die. Ah, das war nicht so clever. Das war gar nicht mal so clever. Nein! Ah doch, den oberen habe ich ja erwischt. Die kriege ich auch so. Alles klar. Alles klar, kein Problem. Ja, noch. Ah, nee, da war das eine Bonuslevel, war ich ja, wo ich die Kisten nicht alle bekommen habe. Also dieses eine Bonuslevel, wo ich nicht rein konnte, deswegen die Kisten nicht bekomme. Das heißt, ich bekomme hier sowieso nicht alle Kisten. Oh nein. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Er ist noch da. So, da haben wir gerade schon wieder erfolgreich ein paar Wumperfrüchte, wie sie ja richtig heißen. Nachdem ich das im letzten, im Teil 2 auch nicht so genau wusste mehr. Wumperfrüchte habe ich da gerade eben weggeschleudert. Nein, das war nicht die Taste, die ich gesucht habe. Okay, kriegen wir besser hin. Noch ist nichts verloren. Der Dino ist noch ganz weit weg. Er ist zum Glück nicht ganz so schnell. Da war ich aber auch schon wieder fast drin gestanden. Wie war das, der Dino ist nicht ganz so schnell? Ich habe nichts gesagt. Ein bisschen müssen wir bei diesem grünen Gras da aufpassen. Das verlangsamt uns nämlich ziemlich. Da könnte uns der Dino dann auch ziemlich schnell erwischen. So, das machen wir jetzt nicht mehr, was wir gerade eben gemacht haben. Das war nämlich nicht so clever. Oh. Warum macht die Kiste kaputt? Ja, der Dino hat die Kiste kaputt gemacht. Alles klar. Und hello there. Nein, mach doch die richtig. Ah, ich will immer rutschen und dann springen, weil ich dann weiterkomme. Aber so. Mir fehlen so ein bisschen meine Schuhe, muss ich sagen. Am Ende von Teil 2 hat man ja so Schuhe freigeschaltet, womit wir schneller laufen konnten. Die waren durchaus zu was zu gebrauchen. Die gibt's hier leider nicht mehr. Der ist jetzt. Ich hätte nichts sagen sollen. Der ist echt schneller geworden. Nein. Okay. Sehr gut. Vorsicht, grüne Kisten. Grüne Kisten machen großes Aua. Nein! Ach komm, der war doch weit weg. Ach komm, also der war jetzt wirklich gerade weit weg. Jetzt verliere ich hier gerade meine ganzen Leben schon wieder. Mann. Ich hätte nichts sagen sollen, dass der langsam ist. Der ist nämlich alles andere als langsam. So, Kollege. Jetzt werden wir nicht mehr drauf versuchen, irgendwie Kisten zu bekommen, weil er die eh immer kaputt macht. Jetzt werden wir nur versuchen, irgendwie möglichst schnell von ihm wegzukommen. Servus. Nein. Dieses blöde Feuer. Da kann man überhaupt nicht einschätzen, wann man springen muss. Also, man sollte anders springen als ich. Möglicherweise früher. Sonst verbrennt man sich auch nicht, habe ich gehört. Okay. Tja. So viel hat auch da nicht gefehlt. Ich sehe schon, ich muss da wieder die Rutschattacke drüber machen, um darüber zu kommen. Aber man sieht es halt auch immer so spät. Das ist die Fiese. Aber klar, das ist natürlich auch der Sinn des Levels. Dass man die Sachen möglichst spät sieht. Okay. Es fehlen echt nicht so viele Kisten. Haben echt wenige verpasst auf dem Weg hierher. So, nochmal darüber. So weit waren wir auch schon mal. Und hier uns dann letztes Mal der Dino irgendwo erwischt. Dieses Mal schaffen wir es da aber durch. Nein! 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 Ich hatte alle und hab's nicht geschafft, das Ding einzusammeln. Nein! Nein! Ich hatte es doch! Ah, ist das frustrierend. Ist das frustrierend. Okay. Hilft nix. Besser machen. So, Making Waves. Alles klar. Dann machen wir mal Waves. Ach, jetzt wechselt es eh immer durch hier mit Coco und Crash. Alles klar, ja, dann brauche ich die eh nicht mehr wechseln. Dann nehme ich immer Crash und manchmal wechselt es. Ach, Coco ist immer für die Viecher zuständig, oder? Ist das eine Schildkröte? Was ist das da? Ich kann ein Luftkunststück? Bin gerade noch ein bisschen verwirrt. Wie mache ich ein Luftkunststück? Und was tue ich? Okay. Das sind. Ah, so mache ich Luftkunststücke, glaube ich. Es gab doch mal so ein Surfspiel auf. Was war denn das? Auf dem Dings. Auf dem Gamecube gab es so ein Surfspiel. Das habe ich sogar. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich habe auch eine Gamecube. Und in diesem Surfspiel muss man auch surfen. Also auf solchen. Ja, auf solchen Fahrzeugen halt. Auf solchen Jetskis. Musste man da surfen. Und daran erinnert es mich gerade so ein bisschen. Jetzt müsste ich es nur noch schaffen, damit zu fahren. Das ist ein bisschen schwammiger. Dieses andere Surf-Ding in Teil 2 war irgendwie besser, fand ich. Das war irgendwie besser zu kontrollieren. So, und diese Bomben fahren wir möglichst. Ah, das ist so eine schwammige Steuerung. Hätten sie einfach die Steuerung von dem Ding aus Teil 2 nehmen können. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich die Kunststücke mache. Ich glaube, mit dem linken Stick oder mit. Bin mir nicht ganz sicher.
Ah, so. Ja, doch, mit dem linken Stick, glaube ich, mache ich die Kunststücke. Ne, die macht sie von alleine. Okay. Irgendwie machen wir Kunststücke. Hauptsache, wir machen sie. Und sie schießen auf uns mit Kanonen. Alles klar. Ein bisschen Fluch der Karibik-Feeling hier. Das ist hier dann quasi Keira Knightley, die ich gerade spiele. Nein. Nein, Coco Knightley. Einmal den Kreise drehen, bitteschön. Dankeschön. Ich schätze mal, wenn wir die roten Dinger da reingehen, explodieren die auch und das tut auch weh und böse und aua und so. Okay, nochmal hier die Kurve kriegen. Oh nein, nein, nein. Oh, die gehen zum Glück früher runter. Die sind nicht so die Wellenreiter, die Kugeln. Ah, oh, kann doch nicht so schwer sein. So, Kiste geholt. Mann, 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 Mann. Stell dir mal vor, jetzt müssen wir auch noch die ganze Zeit gegen irgendwelche fiesen Gegner kämpfen. Dann wäre das hier echt fies. So, vorbei an dem Kollegen hier. Hallo, Herr oder Frau Möwe. Ich hoffe, Ihnen geht es soweit gut. Es sind anscheinend auch irgendwelche Piraten, die da unterwegs sind. Ja, offensichtlich. Oh Gott, also diese Level hier, ob ich mich mit denen so anfreunden kann, ich glaube, die könnten auch ziemlich fies werden. Also momentan geht's echt noch. Weil ich ja momentan eigentlich die größten Probleme nur damit habe, überhaupt die Kisten einzusammeln. Oh, du gehst mal bitte auf die andere Seite rüber. Dankeschön. Habe ich beide erwischt? Bin mir nicht sicher. Habe ich beide erwischt? Ich habe beide erwischt. Okay, wunderbar, wunderbar. Dann nochmal vorbei hier an dem wunderbaren Bomben im Wasser. Ja. Ja, ich wollte bremsen, aber man kann nicht bremsen. Man kann nur ausweichen. Oh, habt ihr den Todesblick von ihr gerade gesehen? Sie sah so ein bisschen sauer aus dafür. Oh, sie sah so ein bisschen sauer aus, dass sie sie erwischt hat. Das Level geht aber gar nicht mehr so lange. Oh, ich lasse hier schon wieder mein Leben liegen. Meine schönen Leben. Wow, 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 war das knapp. Das war definitiv zu knapp. Das Ding lässt sich echt nicht so grandios steuern, muss man sagen. So, ich versuch's. Man kann es mit verschiedenen Tasten steuern, aber das macht irgendwie wenig Unterschied. Ich habe gesehen, dass der Typ da noch ist. Okay, da an die Dinger darf man einfach anstoßen, an die gelben, alles klar. So, du gehst mal auf die andere Seite rüber, mein Freund. Und dann holen wir die Kiste hier auch noch. So, ganz vorsichtig. Eine Kiste nach der anderen hier geholt. Diesmal nicht wieder irgendwelche Bomben reinfahren. Weil, wenn wir was gelernt haben, dann, dass dann unser Surfbrett kaputt ist und schwimmen können wir anscheinend. Doch, schwimmen kann sie auch. Sie ist ja nicht ertrunken. Sie ist einfach nur da gesessen. Bremsen. Bremsen. Okay. Wir sind bereit. Los geht's. Volle Kraft voraus. So, du gehst mal schön darüber. Wir sind wieder bei 10 Leben. Das ist gut. So, jetzt möglichst wieder das Geschick timen. So, dass wir nicht draufgehen. Ah, okay. Die gehen so auseinander. Okay. Versuchen wir es mal jetzt in der Mitte durch. Ja, genau so. Bewegst du dich? Ja, ihr bewegt euch alle. Ah, du bewegst dich im Kreis. Nein, wieso bewegst du dich im Kreis? Oh mein Gott, war das knapp. Wieso bewegt sich das Ding denn im Kreis? Das ist neu. Im Kreis bewegen die sich sonst nicht. So, wir nehmen mal erst den Jackpoint mit und greifen das Ding dann nochmal an. Oh, das ist knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das knapp. Schön hier außen rum und geschwommen. So, du bist einfach nur ganz harmlos. Alles klar. Ihr bewegt euch, glaube ich, auch nicht, soweit ich das sehe. Das ist gut. Na dann, haben wir es ja bald schon geschafft, denke ich. Oh Gott, also diese Level hier. Huiuiuiui. Steuerungstechnisch eine Herausforderung, aber das habe ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen, dass die Fahrzeuglevel eine Herausforderung sein könnten. Ich glaube, ich in den Kommentaren hat es geschrieben gehabt. Kommen wir darüber? Ja, da kommen wir so vorbei. Alles klar. Ich weiß, ob es hier auch ein Bonuslevel oder so gibt. Kann man da irgendwie abkürzen da drüben oder so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wir versuchen jetzt mal hier durchzukommen. Ab durch die Mitte. Gut, dass die Dinger nicht hochgehen, wenn man in der Nähe ist. So, Kollege. Wie schwimmst du denn rum? Schwimmst du im Kreis, da können wir aber über dich drüber springen, glaube ich. Ja. Das klappt auf jeden Fall. Oh nein, ihr bewegt euch auch. Warum bewegt ihr euch? Könnt ihr das nicht mal lassen mit dem Bewegen immer. So, oh, wir haben alle. Sehr gut. Ich bin höchst erfreut. Ich bin höchst erfreut. Den Kristall hatten wir auch. Ich hoffe, dass wir den Kristall hatten. Wenn nicht, wäre doof. Hatten wir den Kristall? Ja, wir hatten den Kristall. Alles klar, sehr gut. Dann haben wir die ersten 5 Level schon geschafft. Oh, das ging ja flott hier. Aber gut, das war auch erst die erste Welt. Die erste Welt ist ja immer noch die machbarste. So, alle Welten geschafft. Das heißt, es bleibt nur noch der Bossgegner. Tiny Tiger höchstpersönlich. Und mit Crash müssen wir ihn spielen. Das heißt, es ist kein Fahrzeuglevel. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei. Doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes.
Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.